Leistere Geschenke, ja. Das andere lassen wir nochmal drin. Dann stellen wir das mal hier einmal ab. Was war das nochmal? Auch. Okay. Gut. Ja, ja, ich mach doch schon auf hier. Alles klar. Gucken wir mal. Also jetzt müsste eigentlich heute der andere Laden auch Profit machen. Ja. Das war natürlich jetzt ein bisschen ein Reinfall gewesen. Und einen Tag verschwendet, aber egal. Ja. Also egal ist nicht, aber es geht noch. Noch sind wir nicht im Minus. kann ich auch mal wieder anmachen. So. Nee, Quatsch. Das will ich nicht. Also Musik müssen wir auf jeden Fall uns auch holen für den Laden. Also ich muss sagen, die Playlist ist wirklich sehr gut gemacht. Da haben sie wirklich sehr gute Lieder rausgenommen. Oder vielmehr gesagt, gekauft. Ah, schade, die Kunden sind weg. Aber länger kann man nicht machen, das schafft man einfach von der Ausdauer her nicht. Ich wollte ja eigentlich mal testen, hier im Bett reinzumachen und hier zu schlafen. Dass wir gar nicht mehr nach Hause laufen müssen. Natürlich könnte man auch hier auf der Parkbank schlafen. Aber ich glaube, hier gibt es gar keine in der Ecke. Gut, warte mal, wir müssen noch einmal reinigen, fällt mir gerade ein. Das muss noch sein. Schön alles sauber machen. So. Alles klar. Dann gehen wir mal hier. Eigentlich ist es Blödsinn, mit dem Auto zu fahren für das Stück jedes Mal. Weil wir wohnen ja wirklich nur um die Ecke. Aber ein richtiger Amerikaner fährt mit dem Auto. Egal wie kurz der Weg ist. So, dann ja, mit dem Essen warten wir noch. Schlafen wir mal so 8 Stunden erstmal. Gucken wir mal. So, jetzt gucken wir mal hier. Wie sieht es denn aus mit dem Laden? Sieht schon etwas besser aus. Aber noch nicht wirklich zufriedenstellend. Was ist das Problem hier? Es war Donnerstag war das gewesen. Wo Donnerstag eigentlich schon ein paar Kunden mehr da sind. Ja. Also noch teurer kann man es nicht machen. Das ist, glaube ich, doch dann auch mal zu viel. Was sagen die denn jetzt? 100% sagen sie.
25 ist zu wenig, da fällt es ganz runter. Und wenn wir auf 24 machen würden, wird es wahrscheinlich irgendwo hier liegen. Wahrscheinlich so Pi mal Daumen Mitte oder sogar etwas unter der Mitte. Vermute ich mal. Es wird aber wiederum die Gesamtzufriedenheit wiederum aussenken und das gar nicht mal so wenig. Was wiederum heißt, weniger Kunden. Das würde also auch nichts bringen, den Preis zu erhöhen. Also ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Preis, 23 Dollar. Aber hier, das drückt halt natürlich auch massiv runter, ne? Gut. Das Personal ist natürlich auch jetzt nicht gerade perfekt, aber ja, da müssen wir auch mal gucken. Aber wie schon gesagt, man sieht es auch hier. Es ist noch nicht perfekt von der Kunden. Von der Kundschaft her, von der Lauf, also wie viele halt kommen am Tag. Aber das würde aber auch wiederum heißen, können natürlich auch sagen, wir machen Mittwoch den Laden zu. Das heißt 3 Tage zu. Und Donnerstag bis Sonntag ist der Laden offen. Das würde auch wiederum Geld sparen. Weil es bringt halt nichts, den Laden aufzumachen, wenn wir zu wenig Kundschaft haben. Da würden wir einfach halt für das Personal so viel zahlen. Außer man sagt vielleicht, dass vielleicht die Putzkraft alle 2 Tage nur arbeitet. Das wäre eine Möglichkeit. Mit dem bisschen, sag ich mal, die Kosten, die Gehaltskosten zu senken. Aber dann kann auch möglich sein, dass der aber auch unzufrieden wird, ne? Weil dann arbeitet er ja weniger. Weit weniger. Müssen wir mal gucken. Mal schauen, wie es jetzt am Wochenende aussieht. Jetzt kommt Freitag, Samstag und Sonntag noch. Das sind die stärksten Tage an Kundschaft. Das wollte ich jetzt nochmal. Solan macht ja um 8 auf. So. Laufen mal. Oder ne, ich bin zu faul. Wir fahren doch. So, schnell rein, zack. Was sagen sie denn, die Kunden? Na gut, die sagt jetzt gar nichts mehr. Wände sind hässlich, ja, das kennen wir ja schon. Wahrscheinlich Musik wieder. Da wird sich nichts ändern. Im Preis her sagen sie nichts mehr, das ist schon mal gut. Ist schon mal der Preis schon mal gut. Ja. Was man natürlich auch machen könnten,
nochmal vielleicht um eine Stunde mehr zu arbeiten, also unserer Laden, wo wir gerade sind. Ja. Und so ein bisschen mehr Geld, nochmal eine Stunde mehr. Ja. Und das auf 7 Tage die Woche. Nee, doch. Oder? Doch, na klar, 7 Tage die Woche. Würde schon einiges mehr Geld nochmal reinbringen. Dadurch wiederum können wir den anderen da ein bisschen so, sag ich mal, abdecken etwas. Wenn mal irgendwie ein Tag mal nicht so gut läuft. Das Gute ist halt, bei uns ist es halt egal, wie viele Stunden wir arbeiten. Also fast egal, sag ich mal. Gut, das haben wir auch. Dann wieder putzen. Wir wollen ja einen sauberen Laden haben. So, dann das auch. Sieht nur in Ordnung aus. Apropos in Ordnung, wir müssten eigentlich mal zum anderen Laden fahren, ne? Aber ich glaube, das werden wir auch machen müssen. Ich weiß nicht, wie gerade. Aber das muss doch bestimmt auch hier irgendwo stehen. Lagerbestand muss doch irgendwo stehen. Das hier wollte ich eigentlich auch mal ändern, das Schild. Mal, ich will jetzt mal schnell umändern. Gibt es eigentlich noch andere Bilder? Stimmt, das hier gibt es noch. Das hier. Ich finde, das hier sieht nicht schlecht aus. Machen wir mal so. Schrift. So. Und was hier? Das hier. So. Haben wir das auch geändert? Was wollte ich jetzt nochmal? Lagerbestand, ne? Wo sehe ich denn den Lagerbestand? Inventar. Letzten 7 Tage. Nee. Doch, klar, hier steht so. Lagerbestand 100. Morgen wird. Nee, warte mal, was. Wie. Doch, morgen ist Samstag. 100. Ja, kann möglich sein, dass es vielleicht leer ist, ne? Ich glaube, wir fahren nochmal hin. Füllen das nochmal. Das war. Ja. So. Muss man nochmal schnell füllen. Ah, wir hätten auch mit dem Taxi fahren können, ne? Aber egal. Man kann auch mit dem Taxi, U-Bahn auch, ist auch relativ günstig sogar. Oh nein. Wir haben auch noch keine Geschenke dafür gekauft.
Okay. Aber wir haben auch kein Geld, um was zu kaufen zu können. Da muss ich mal sehen, wie viel wir noch. Nein. Wie viel wir noch haben in den anderen Laden. Wie viel haben wir hier noch stehen? 200. Ah, schade, dass man das nicht aufteilen kann irgendwie, ne? Wie viel haben wir hier? 143. Komm, wir machen hier den Rest voll und den Rest geben wir hier bei den anderen Laden ab. Das muss jetzt reichen. Oh shit, Alter, das wird eng. Das wird eng, alles, das Ganze. Weil das würde bedeuten, wenn wir nicht langsam mal so um die 4000 noch was insgesamt zusammenbekommen, heißt das, wir müssen ein Laden für einen gewissen Zeitraum schließen. Weil wir keine Ware uns leisten können. Shit. Okay, jetzt, also man merkt es auf jeden Fall doch jetzt, den Schwierigkeitsgrad. Man unterschätzt manche Sachen dann doch schnell. Wir haben halt auch vorhin auch die ganze Zeit nur gekauft, gekauft und noch einen zweiten Laden aufgebaut. Das hat natürlich halt die Reserven komplett verbraucht. Da habe ich das doch zu stark falsch eingeschätzt. Aber gut, wir sind jetzt in diese Lage, jetzt kommen wir nicht mal raus. Jetzt werden wir es halt irgendwie durchziehen. Egal was ist. Und außerdem, ich habe schon wieder meine Kiste vergessen mitzunehmen. So. Dann füllen wir die mal hier voll. Bang. Und haben immer noch 43 Stück. Ich würde sagen, nehmen wir mal mit. Weil wir haben, glaube ich, mehr Kunden als wie die hier. Das liegt auch an der Bedienung. Dass sie etwas schlechter ist. So. Okay, dann kann das auch geschlossen werden. Ja, wir sind schon wieder vorbeigefahren, verdammt. Schlafen. Bis. So.
Ja, warte mal, hier kann man lieber. Oh, ja, doch, ich esse lieber mal hier was. Richtig. Wurde denn der Laden nicht angezeigt mir? Nee, wir sind nicht richtig. Und bin ich jetzt da lang gefahren, aus welchem Grund? Ja, ich mach doch schon den Laden auf. Ich komme. Straße. Oh nein, das war nicht gut. Das war ein bisschen zu schnell. Weg da, ich muss meinen Laden aufmachen. So. Oh. Ja, ist so. So. Aufmachen, zack. Ja, ich bin da. So, jetzt gucken wir mal, ne? Wie am Samstag, stärkster Tag in der Woche. Mal gucken. Also wir müssen auf jeden Fall beobachten, wie der Laden sich entwickelt bei jedem Mittwoch. Jeden Mittwoch und jeden Donnerstag. Weil wenn das wirklich so sein sollte, dass der Laden am Anfang zu wenig abschmeißt, dann müssen wir wahrscheinlich die Zeiten auch kürzen. Also, dass wir halt die Kassiererin rausschmeißen und einen Teilzeitjobber einstellen. Was wiederum aber auch wiederum Geld kostet, um überhaupt Personal zu suchen. Da müssen wir mal schauen, wie das läuft jetzt. So, wir können ja auch mal vorspulen. Das letzte ist aber auch noch heute noch sehr ruhig, ne? Wir haben noch mitten am Tag. Es müsste eigentlich jetzt so langsam in den nächsten wenigen Stunden eigentlich jetzt schlimmer, also extremer werden.
Oder werden weniger Kunden jetzt kommen, weil wir die Preise erhöht haben? Ja. Ich weiß nicht, wie schwer das, also wie stark das von Auswirkung das Ganze hat. Müssen wir mal sehen. Wir kommen im Moment gerade weniger vor. Wir haben schon wieder fast zu. Warte mal, ich will mal was machen. Ja, hier sind wir halt besser, ne? Aber Preislage, sagen sie 95%. Ist aber noch okay. 95%. Kann man noch verkraften. Sauberkeit, na klar, fällt halt, ne? Heute haben wir den 34. Gestern war Freitag gewesen, sieht man auch. Freitag, Donnerstag, Mittwoch. Oh, Mittwoch war ein ganz schlechter Tag. Warum das? Mittwoch, Dienstag, Montag. Samstag, Sonntag. Sonntag, Samstag. Sieht man auch. Hier war es höher gewesen. Heute haben wir auch Samstag und im Moment haben wir ein paar Kunden weniger. Liegt das wirklich an dem Preis alleine? Ist halt die Frage. Das ist eine gute Frage. Wir brauchen unbedingt mehr Geld, unbedingt. Wir haben wirklich kaum Luft. Also wir sind eigentlich schon fast am Absaufen. Also vielleicht ist es doch keine gute Idee gewesen mit dem zweiten Laden. Vielleicht hätten wir doch einen größeren Polster erst uns aufbauen müssen. Einen besseren... Ja, das mal... Ne? Ich glaube, das war vielleicht doch nicht so gute Idee. Wenn vielleicht doch erstmal in den Einladen erstmal mehr Geld investieren sollen, also sprich neue Boden, bessere Tapete, mehr Gegenstände. Ich glaube, vielleicht war das, ja, da muss man mal gucken. Ist ja noch, sind wir nicht abgesoffen, ne? Noch stummer schwimmen. Aber, ja, es wird langsam gefährlich. Auch wenn man so im ersten Moment das so gar nicht sieht, aber wenn man das, sage ich mal, ein bisschen vorausdenkt, wie sich das jetzt alles entwickelt, noch in den nächsten Tagen in-game, ist es doch viel schlimmer. Okay. Kundschaft war, naja, nicht so gut gewesen, muss ich sagen. Aber das müssen wir, werden wir morgen dann erst sehen, wie viele wir hatten. So, okay.